Roberto, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder da seid mit eurem Ensemble. Beschreibt doch mal ein bisschen, wo ihr herkommt und wie ihr entstanden seid. Ja, das ist mein Ensemble Duomo mit Germana Porcu Violine, Pier Filippo Barbano Flöte, Antonello Leofreddi Brace und Marcella Schiavelli Cello. Wir kommen aus Mailand und heute Abend wir haben ein sehr besonderes Programm gewidmet an Morricones Musik. Und wir spielen sehr berühmte Werke als Il Buono, il Brutto, il Cattivo, The Mission, Nuovo Cine Paradiso, aber viele nicht so bekannte Werke, aber die Kunst von Morricone ist vielleicht mehr als die sehr bekannte Musik. Auch zum Thema Freude, nicht? Also zu unserem Festivalmotto habt ihr Musik ausgesucht. Freude, wir haben viele mit den Themen Freude und Liebe auch. Die sind sicherlich verbindet. Eine Frage noch, also Morricone hat ja immer für große Orchester geschrieben. Jetzt haben wir eine kammermusikalische Besetzung. Hat er dir das erlaubt, dass du für so eine Besetzung seine Werke umschreiben darfst? Es war eine sehr komplizierte Arbeit, weil Morricone hat nicht veröffentlicht seine Musik. Ich habe von CD direkt nehmen alle die einzelnen Noten und so. Ich habe in dieser Weise, ich glaube, verstehen musikalische Sprache von Morricone. Und ich glaube, mit diesem Ensemble, das ist ein kleines Ensemble, aber es ist als ein Miniaturorchester, weil wir haben Flöte, wir haben die Streichen und wir haben Gitarre. Das ist eine Atmosphäre, Instrumente. Frau Meininger, Sie selbst sind auch Flötistin und Sie haben eine Agentur. Und über Sie sind wir an das Ensemble Duomo herangekommen. Was macht den besonderen Reiz dieses Ensembles aus? Ja, ich finde es einfach grandios, was er eben schon erzählt hat, dass er von den CDs, von Morricones Musik, das herausgehört hat und daraus die Arrangements gemacht hat. Und in dieser kleinen Besetzung fühlt man sich so hineinversetzt in die Filme und auch in die Kammermusik, vielleicht in Musik, die man nicht so gehört hat von Morricone, aber die man dann sehr zu schätzen weiß. Und man fühlt sich so in so eine Atmosphäre reinversetzt zum Träumen und zum, ein Film läuft auch im Kopf ab dabei. Welches Stück würden Sie denn den Leuten heute besonders ans Herz legen? Die sind alle schön, ich weiß es nicht, ich weiß sie nicht nach Titel, ich lasse das so auf mich wirken. Also jeder kennt wahrscheinlich The Good, The Bad, The Ugly oder andere, The Mission oder sowas, aber ich glaube, da findet jeder sein eigenes Lieblingsstück.